Camping und E-Mobilität. Funktioniert das in der Praxis? Wir haben den Pössl E-Venster längere Zeit getestet und in diesem Video erzählen wir euch mal ein bisschen was über das Fahrzeug und allgemein, wie sich das im Alltag verhält, mit einem E-Wohnmobil campen und unterwegs zu sein. Ich bin Basti von 321off. Viel Spaß bei diesem Video. Wie immer zur Transparenz. Wir haben das Fahrzeug nicht gekauft, also es gehört nicht uns. Wir haben das Pössl Center angeschrieben, ob wir denn das Fahrzeug testen können für einen längeren Zeitraum. Und wir haben es vom Pössl Center in Metzingen zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es fließt keinerlei Geld oder keinerlei Einfluss auf unsere persönliche, subjektive Meinung. Von außen ist jetzt erstmal nicht großen Unterschied zu den normalen, zum normalen Venster feststellbar. Aber die Technik ist komplett anders. Also das hier ist ein reines Elektrofahrzeug. Das bedeutet, wir haben eine Kapazität, oder die Batteriekapazität hat 75 Kilowattstunden, 100 Kilowatt Leistung, das sind 136 PS. Und die Höchstgeschwindigkeit ist limitiert bei 130 Kilometer pro Stunde. Also laut Tacho, wir haben es getestet, läuft das so ungefähr 140. Aber dann merkt man schon, dass er abriegelt. Ja, das Erste, was auffällt an dem Fahrzeug, dass der Tankdeckel, in Anführungszeichen Tankdeckel, vorne links ist. Das bedeutet an der Fahrerseite vor der Vordertür. Und du hast unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dieses Fahrzeug laden kannst. Also wenn du keinen Invest tätigen möchtest, zu Hause auf eine Wallbox oder wie auch immer, gibt es die Möglichkeit, das Fahrzeug über 230 Volt zu laden. Allerdings muss man dazu sagen, über dieses Netzteil, klar, 230 Volt ist begrenzt vom Strom. Das lädt maximal mit 1,8 Kilowatt. Und bis die 75 Kilowattstunden dieser Batterie voll sind, gibt Citroën jetzt an, von 0 bis 80% Ladung ca. 37 Stunden. Das bedeutet, das ja, dauert halt schon ein bisschen, aber du hast natürlich den Vorteil, und da gehen wir nachher später noch mal ein bisschen drauf ein, wie es sich im Campingalltag verhält, wie du dann zum Beispiel auf dem Stellplatz oder sowas laden kannst, wie das funktioniert. Die zweite Möglichkeit, das Fahrzeug aufzuladen zu Hause, wie auch unterwegs, wäre dann beispielsweise, wenn du eine Wallbox zu Hause installiert hast, über Wechselstrom oder auch zu Hause bei den Schnellladestationen. Da gibt es dann entsprechendes Kabel, auch das ist dabei, also diese beiden sind dabei. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man kann theoretisch ja bis 22 kW laden im Schnelllademodus mit AC. Das Fahrzeug verarbeitet aber nur wahrscheinlich bis maximal 11 kW. Also das heißt, die Ladezeit 11 kW und 22 kW ist komplett gleich angegeben von Citroën. Beträgt ca. 6 Stunden von 0 bis 80%. Ja, und wie gesagt, wenn du zu Hause eine Wallbox hast, über die Nacht ist das Fahrzeug dann komplett voll, selbst wenn du dann auf von 0 bis 100% laden würdest. Und da bist du auch absolut safe, auch wenn du unterwegs bist. Also es geht relativ schnell. Die dritte Möglichkeit wäre dann Schnellladung über DC. Muss man dazu sagen, es gibt nicht überall Ladestationen, die DC-fähig sind. Also die werden immer mehr und immer mehr natürlich neu gebaut bzw. ausgebaut, aber nicht überall gibt es DC-Schnellladestationen. Und hier verarbeitet das Fahrzeug bis 100 kW. Das heißt, alles was drüber ist, 100 kW ist die maximale Grenze. Und wenn du dann 0 bis 80% laden möchtest, gibt Citroën die Ladezeit mit ca. 45 Minuten an. Wir haben alle drei Ladeoptionen auch in der Praxis getestet. Also die angegebene Zeit, die kommt in etwa hin. Also hat ein bisschen länger gedauert, ein, zwei Minuten mal länger oder was auch immer. Es hängt natürlich auch immer davon ab, welches Wetter ist und wie viel Power dann von der Ladestation überhaupt zur Verfügung gestellt wird und sowas. Das sind mehrere Faktoren. Aber man kann ungefähr ausgehen, dass diese Angaben in etwa passen. Und auch 230 Volt, wenn du jetzt unterwegs bist, auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz und sowas, wäre es ja schon geschickt, wenn du das Fahrzeug direkt laden könntest. Auch das haben wir getestet, aber da erzählen wir später noch ein bisschen was mehr dazu. Bezüglich der Reichweite, die hängt natürlich stark von erstens natürlich deinem persönlichen Fahrstil ab und auch auf die äußeren Einflüsse, beispielsweise Temperaturen und Wetter und allem drum und dran. Also jetzt haben wir ja Sommer, also im Moment 25 bis 30 Grad. Und das sind so die Hauptenergieträger natürlich. Einmal natürlich der Antrieb und die Klimaanlage. Allerdings im Winter muss natürlich die Batterie geheizt werden. Du hast die Heizung an sich selber, die natürlich mehr Energie zieht und so weiter. Und deswegen, also im Sommer, wir haben es jetzt getestet, wir kommen zu ungefähr 280 Kilometer mit diesem Akku oder mit einer Tankfüllung, in Anführungszeichen. Im Winter würde ich jetzt mal schätzen, wir haben auch mit dem befreundeten Kollegen gesprochen, der bei Citroën arbeitet und die haben den E-Space Tourer ja eh schon ab Werk. Und er sagt, so circa 200 bis 220 Kilometer sind wirklich dann auch realistisch im Winter. Auch die Außenmaße sind relativ kompakt, also unter 5 Meter lang und unter 2 Meter hoch. Natürlich mit geschlossenem Dach und nicht mit dem offenen, so wie jetzt. Und dadurch bist du auch tiefgaragentauglich bei den meisten Tiefgaragen. Also es gibt Tiefgaragen mit einer maximalen Höhe von 1,90 Meter.
da fällst du natürlich raus. Aber die meisten, die wir jetzt auch kennen, die sind auf 2 Meter limitiert und da bist du absolut safe mit dem Fahrzeug. Serienmäßig kommt das Fahrzeug als 5 Sitzer und 2 Sitze vorne natürlich, Fahrer, Beifahrer. Und hier hinten gibt es eine Dreierbank oder 3 Sitzplätze, die unterteilt sind in eine Zweierbank und einen Einzelsitz. Die sind dann jeweils unabhängig voneinander verschiebbar und auch unabhängig voneinander herausnehmbar. Das bedeutet, du könntest theoretisch 3 Sitze machen, 4 Sitze, 5 Sitze oder auch nur 2 Sitze, wenn du alles rausnimmst und dann entsprechend das Ladevolumen dann komplett ausnutzen. Der Einzelsitz, den kannst du gut selbst ausbauen vom Gewicht her. Bei der Zweiersitzbank solltest du schon zu zweit sein. Also alleine würde ich dir nicht empfehlen, die ist schon schwer. Ich habe es nicht gewogen, aber ich schätze mal schon 50, 60 Kilo würde ich schon haben. Und alleine tut den Rücken einfach nicht gut, deswegen dort sollst du auf jeden Fall zu zweit sein. Was ich auch gut finde, ist natürlich, dass jeder Einzelsitzplatz hier hinten Isofix hat. Das bedeutet, wenn du irgendwie Kindersitz beispielsweise hast oder auch für den Hund irgendwas, ja, kannst du es direkt hier ran machen und einfach entnehmen und wieder ransetzen. Auch noch ein gutes Gimmick, also wenn du mit Kindern unterwegs bist, ist einmal dieser Tisch hier, der ist am Fahrersitz und am Beifahrersitz dann dran. Kannst du ausklappen, gibt es auch eine kleine Kuhle dann für die Getränke. Und klar, so kannst du während der Fahrt dann ganz easy was essen hinten und auch irgendwas festmachen. Und das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Auch das Cockpit ist übersichtlich. Das Fahrzeug hat sehr viel Hartplastik, aber es knarzt nichts. Das ist mir positiv aufgefallen. Es ist halt einfach so ein bisschen ein Transporter-Charme, muss man dazu sagen. Also es ist kein Mercedes, aber selbst der Mercedes hat relativ viel Hartplastik. Jetzt nicht hier oben, aber an den Seiten, das Fahrzeug hier. Aber wie gesagt, es knarzt nichts und die Verarbeitung ist echt okay. Das Lenkrad auch, ist ein Lederlenkrad. Das Fahrzeug hat sehr, sehr viele Ablagen und das gefällt mir richtig gut. Also einmal in der Tür ist es riesig, dann hat es hier und auf der Beifahrerseite Cupholder. Dann geht es weiter hier oben, haben wir einmal eine große Klappe. Dann hier Handschuhfach 1 und noch Handschuhfach 2. Und da ist auch noch meine 12-Volt-Steckdosen alles drin. Wichtig auch, Möglichkeit, den Beifahrer-Airbag auszuschalten, falls man doch mal auch einen Kindersitz hier vorne hat oder was auch immer. Ganz, ganz wichtig. 12 Volt hier, USB-Anschlüsse, Klimaautomatik, eine 2-Zonen ist dabei. Wir haben hier ein Touchpanel mit drin und ja, der Tacho selber, der weicht jetzt nicht so stark ab von den Verbrennern. Das Einzige, was dann halt da ist, ist nicht der Drehzahlmesser, sondern die Anzeige, wie viel Energie entsprechend genutzt wird, also wenn man Gas gibt oder rekuperiert wird. Auch haben wir bei dem Fahrzeug hier ein Tempomat, Lichtregensensor, wir haben elektrisch verstellbare Spiegel, die auch anklappbar sind und so weiter. Also das Fahrzeug hat auch von der Serienausstattung schon relativ viel mit drin. Also da benötigst du eigentlich nicht viel Optionen. Also da ist schon für die Basis gut gesorgt. Dann siehst du hier, gibt keinen Ganghebel. Also wenn du den normalen Space Tourer kennst, hast du hier einen Ganghebel. Hier hast du jetzt einfach ja, wie so eine Art so ein Schalter, den du vor zurück bewegen kannst und dann entsprechend deinen Fahrmodi auswählst, also vorwärts, rückwärts, neutral oder dann auch entsprechend die Parkposition. Du hast so einen Drive-Mode hier, wo du ein bisschen was beeinflussen kannst. Die Handbremse ist hier unten, die ist elektronisch und du hast hier eine Taste, die nennt sich B. Und mit dieser Taste kannst du die Rekuperation einstellen. Das heißt, wenn das nicht ausgewählt ist, hast du die normale Rekuperation. Das bedeutet, du gehst vom Gas runter und in einem gewissen Bereich während dem Bremsen geht dann über die Elektromotoren, das heißt, die normale Bremse ist nicht aktiv. Und erst wenn du ein bisschen mehr bremst, dann kommt die normale Bremse ins Spiel. Aber in dieser Zeit rekuperiert das Fahrzeug Energie zurück. Das bedeutet, es nutzt die Energie, die sonst weggehen würde, um den Akku zu laden. Mit diesem B kannst du die Rekuperation ein bisschen erhöhen. Was bedeutet das in der Praxis? One-Pedal-Driving. Also du hast im Normalfall, wenn du fährst, eigentlich nur noch dein Fuß auf dem Gaspedal. Und die Rekuperation ist so stark, und das kannst du trotzdem im Gaspedal ein bisschen regulieren, dass du eigentlich fast nie auf das Bremspedal musst. Und dadurch hast du dann auch maximalen Rückfluss dann auch beim Laden, wenn du dann verzögerst und hast dann somit auch eine höhere Reichweite. Die Sitze sind bequem, also das passt auch auf längere Strecken. Du hast hier auch eine Armlehne, die höhenverstellbar ist. Also wenn du dann einfach mal längere Zeit auf der Autobahn beispielsweise fährst oder auf der Schnellstraße, wo es relativ viel geradeaus geht, passt die Höhe und das ist echt okay. Die Sitze sind drehbar. Du hast hier hinten so einen kleinen Knopf, den ziehst du. Und der Beifahrersitz und der Fahrersitz sind komplett
180 Grad drehbar, sodass du dann auch entsprechend, wenn du so einen kleinen Tisch hier noch hättest, dann auch hinten essen kannst. Ja, so sieht es dann hinten aus und du hast sehr, sehr, sehr viel Platz. Also das Maß hier ist relativ groß, also das ist die engste Stelle. Und auch jetzt, wenn du die Rückkante der Sitzbank zum Kofferraum ist ca. 1,40 Meter und natürlich noch mehr Platz, wenn du dann die Rücksitzbank bzw. einen Sitz oder die zweite Sitzbank rausnimmst, hast du natürlich noch mehr Platz vom Ende des Kofferraums bis ganz nach vorne. Ja, so an sich hinten gibt es nicht so viel zu sagen. Wir haben hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Hier haben wir eine 230-Volt-Steckdose vom Außenstrom. Das ist komplett getrennt, also Batterie und der Außenstrom. Die Außenstromsteckdose nimmst du tatsächlich nur, wenn du diese Steckdose benutzen möchtest oder halt das Kochfeld. Ja. Der Außenstrom lädt nicht diese Batterie. Also da gibt es auch noch unterschiedliche Konzepte, die gerade erarbeitet werden, dass es nochmal eine separate Aufbaubatterie gibt. Die gibt es jetzt hier serienmäßig nicht und auch nicht separat bei Pössl direkt nachzubestellen. Aber das Pössl Center Metzingen hat gesagt, sie arbeiten gerade an einer Lösung, dass du da auch entsprechend ein bisschen Puffer hast. Und ja, wir haben es anders gelöst, das zeige ich später noch, wie wir es mit dem Strom machen, aber da ist auf jeden Fall was in der Mache. Dann hast du hier hinten ein Induktionskochfeld. Die Klappe hier unten nimmst du dann dazu, um entsprechend das draufzustellen. Ja, an sich Induktionskochfeld, brauchen wir nicht wieder zu sagen. Kannst deinen Kaffee oder halt dein Wasser warm machen für Nudeln oder Tomatensauce oder was auch immer. Und hier hast du dann entsprechend die Steckdose, wo du es dann reinsteckst. Und wie gesagt, diese Steckdose funktioniert nur, wenn du Außenstrom angesteckt hast. Hinter dieser Klappe ist nochmal ein Sicherungsautomat für den Außenstrom und natürlich auch nochmal eine zweite 230-Volt-Steckdose, die du dann für andere Sachen nutzen kannst. Also wie gesagt, nur wenn Außenstrom angesteckt ist. Das Schienensystem geht einmal von vorne nach hinten, wie du hier sehen kannst. Also du kannst auch, wenn du diese 5 Sitzplätze hast, den Einzelsitz oder auch die Zweiersitzbank weiter hinten montieren. Also es geht bis ganz nach hinten. Ja, kann man machen, wenn man beispielsweise vorne mehr Platz benötigt. Und dann hast du immer noch so ein bisschen Restkofferraum. Und auch so an sich, du hast hier überall Lüftungsausströmer. Hinten hast du nochmal eine zweite Bedieneinheit für die Klima. Und dass auch hinten im Sommer kühle Luft herrscht. Wenn das Dach zu ist, hast du auch ja, genügend Höhe an sich. Das wird natürlich mehr, wenn du das Dach öffnest. Hier, das ist normalerweise verkleidet während der Fahrt. Und an sich, das Dach ist relativ leicht zu öffnen. Du hast auf der rechten und auf der linken Seite jeweils einen Sicherheitsverschluss und einen Schnellverschluss. Die öffnest du beide. Und dann ist es wichtig beim Hochdrücken, dass entweder ein Fenster leicht unten ist oder irgendeine Tür oder sowas offen. Wir haben jetzt die Heckklappe offen, weil ein Unterdruck entsteht, ein Sog. Und wie du es jetzt sehen kannst, geht es automatisch nach oben, sind Gasdruckdämpfer dran. Und auch wenn du dann hier den Zwischenboden nach oben machst, hast du einfach riesig viel Platz. Also ich bin 1,75 Meter groß. Ich kann jetzt bis hierher laufen und jetzt befinde ich mich circa am hinteren Ende von den Schiebetüren und auf jeden Fall vom Platzgefühl sollte es ausreichen für die meisten Leute. Ja. Ich habe jetzt hier drei Fenster. Das sind Fenster mit Mückengittern. Die kannst du nicht öffnen. Das heißt, du hast hier nur Verdunklungsrollos, die du zumachen kannst. Ja, wenn's halt, wenn du neben einer Parklaterne oder sowas oder neben einer Laterne parkst oder wie auch immer kein Licht drin haben möchtest. Das Dach an sich ist auch wasserdicht, also wasserfest und wasserdicht. Das heißt, wenn es regnet, ist gar kein Problem, kommt nichts rein. Du solltest nur darauf achten, dass es danach wieder sauber trocken ist. Oder wenn du es zumachst und es ist noch, hat noch so eine Restfeuchte, dann kann es sein, dass es irgendwann gammelt. Also da musst du bitte Vorsicht drauf walten lassen. Ja, aber so an sich, wie gesagt, hier schon drei Mückengitter. Der Durchzug ist auf jeden Fall gut. Das Fahrzeug hier hat jetzt keine Panoramafunktion. Es gibt ja Aufstelldächer, wo du das hochmachen kannst. Oder besser gesagt, den Stoff wegmachen kannst, damit vorne komplett offen ist, damit du rausgucken kannst. Das hat dieses Fahrzeug nicht. Aber ich muss sagen, der Durchzug an sich jetzt von im Sommer, von der Luft, alles ist echt super. Und wenn du dann ins Bett hoch möchtest zum Schlafen, das ist auch einfach. Also man muss ein bisschen kraxeln, aber du nimmst einfach den Zwischenboden runter. Und jetzt siehst du, dass hier vorne so eine kleine Öffnung da ist. Dann gehst du einmal hier auf den Fahrersitz. Du kannst dann auch, wenn du möchtest, hier an den Beifahrersitz auf der Lehne deinen Fuß ein bisschen draufsetzen und dann gehst du ganz einfach nach oben und schon bist du im Bett. Das Bett
empfanden wir als komfortabel, also es war absolut okay. Wir haben schon schlechter, aber auch schon besser geschlafen. Von der Größe, das passt auch zu zweit, also für uns. Allerdings, wenn du viel Platz benötigst beim Schlafen, also beispielsweise, wenn du dich oft drehst oder was auch immer, ist es dann schon relativ eng. Also da empfehle ich dir einfach, alleine oben zu schlafen und einer dann unten. Aber das haben alle Campervans. Also durch die Form des Fahrzeugs ist einfach hier oben so eine Maximalbreite vorgegeben. Und das kannst du nicht vergleichen mit Kastenwagen. Da hast du einfach weniger Platz, das ist einfach Fakt. Dann, ganz, ganz wichtig, dünnes Bettzeug kannst du hier oben lassen, wenn du das Dach runter machst oder so einen dünnen Schlafsack. Wenn du natürlich richtige Decken oder sowas hast, die beispielsweise so hoch sind mit einem richtigen Federkern oder was auch immer, das funktioniert nicht. Dann, die Matratze ist relativ dünn. Unten drunter befindet sich ein Metalllattenrost und da gibt es auch unterschiedliche Systeme, auch bei anderen Herstellern. Da gibt es aus Holz, aus Metall, es gibt Tellerfedernsysteme. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Das war jetzt für uns okay. Also wie gesagt, wir haben schon schlechter, aber auch schon besser geschlafen. Nicht negativ aufgefallen, muss man dazu sagen. Und was ich hier ganz gut finde, der Lattenrost ist schwebend. Das bedeutet, hier unten drunter ist keine feste Platte. Und dann kann das alles so ein bisschen zirkulieren. Die ganze Luft kann durch, es kann sich kein Tauwasser oder kann so ein Wasser bilden zwischen Matratze und irgendeiner Fläche. Es kommt ja manchmal dann vor, dann gammelt es irgendwann. Das ist kleine Schimmelbildung und das hast du hier nicht. Auch Wärme kommt von unten gut durch. Also die Belüftung hier funktioniert gut. Und was es auch noch gibt, ist hier so ein kleines Netz. Das kannst du einklipsen hier oben und dadurch stellst du einfach sicher, dass niemand runterfällt oder rausfällt. Gerade bei kleinen Kindern ist das ja sehr gut. Und dann, wenn du morgens aufwachst und dann den Blick hier oben schön genossen hast, kommst du dann auch ganz einfach runter. Das geht relativ easy, nimmst dann auch entweder den Fahrer- oder den Beifahrersitz zu Hilfe und schon kannst du frühstücken. Was ich auch super finde und das ist auch serienmäßig mit dabei, ist die separat zu öffnende Heckscheibe. Die kannst du hier einmal aufmachen. Du fragst dich jetzt bestimmt, ja, wo brauche ich das denn im Alltag? Also im Alltag selber fast nie, aber wenn du innen schläfst und ein bisschen Frischluft möchtest, gibt es solche Einsätze hier, dass die ungefähr so offen ist und dann fix auch verschlossen ist bei Nacht. Und dadurch hast du dann eine schöne Luftzirkulation und kriegst dann frische Luft von unten, die dann nach oben rausgeht. Und somit hast du immer einen guten Schlaf und auch eine gute Belüftung durchs Fahrzeug. Ja, und je nachdem, wie du dein Fahrzeug dann auch nutzt, also im Alltag oder auch im Campingalltag dann auch, wenn du im Urlaub bist oder auch mal am Wochenende, gibt es dann unterschiedliche Lösungen dann auch noch dazu, Küchenmodule oder auch an sich Ausbauten. Das Fahrzeug selber, wenn du es bei Pössl direkt kaufst, also es gibt ja nur 4 ausgewählte Händler, soweit wir informiert sind in Deutschland, die dieses Fahrzeug vertreiben. Und wie gesagt, je nachdem, wo du es kaufst, kriegst du es mit Küche oder nicht. Wir haben jetzt hier im Pössl Center Metzingen mit dieser Küche gehabt. Das heißt, es ist eine eigenentwickelte Küche vom Pössl Center Metzingen und die finden wir super, weil du erstens natürlich viel Stauraum hast, hier auf beiden Seiten. Das ist gleichzeitig hat auch gleichzeitig eine Schlaffunktion, zeige ich später noch, wie du dann auch, die du auch aufbauen kannst, wenn das Fahrzeug geschlossen ist. Bei Regen beispielsweise bist du dann froh, wenn du nicht die ganze Zeit ums Auto rumwetzen musst. Und weil es einfach simpel ist. Also du hast hier 2 Auszüge, auf der linken Seite einmal einen festen, da kannst du dann einen Kocher drauf tun, drauf essen. Also wir haben ja vorher auch hier drauf gefrühstückt und es funktioniert ganz gut. Und du hast auf der rechten Seite dann eine Schüssel, die kannst du rausnehmen zum Abwaschen, zum Salatwaschen, egal was. Einfach rausnehmbar und das gefällt mir halt, weil es so simpel ist. Und da kannst du beispielsweise hier oben drüber einen Kanister stellen lassen mit einem Ausguss und so. Und da kannst du es auch ganz normal nutzen. Das hat uns sehr gut gefallen. Die ist auch relativ schnell außen eingebaut. Es gibt hier vorne 2 Haken oder 2 Befestigungspunkte und vorne. Und an sich, klar, du solltest schon zu zweit sein und dann funktioniert es auch. Ja, was hatten wir noch so ein bisschen dabei? Also, was man immer dabei haben sollte, also bei uns ist eine Toilette. Wir haben die Trelino S auch schon lange in Gebrauch, da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich dir oben. Und was wir auch noch dazu hatten, haben wir eine kleine Powerstation, weil das Fahrzeug ja keine richtige Aufbaubatterie hat und du von dem Akku selber da nichts nutzen kannst. Das ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, da sind da Lösungen in Planung mit einer zweiten oder mit einer Aufbaubatterie von den Händlern. Und dann funktioniert es auch ganz gut. Wie gesagt, wir hatten die EcoFlow Mini dabei.
Ja, die EcoFlow Mini, die nutzen wir jetzt auch schon länger. Da haben wir auch schon mal ein Review zugemacht, das verlinke ich dir hier oben. Und die hat einfach für uns die perfekte Größe. Also erstens natürlich, ja, sie passt zufällig dann auch in diese Küche mit der Toilette. Also das ist Zufall, das war jetzt nicht geplant. Aber an sich, die Größe ist optimal, wenn du jetzt mit einem Campervan oder sowas reist. Also du hast auch 230 Volt Steckdosen. Da könntest du auch das Induktionskochfeld nutzen, was jetzt hier drin ist. Das funktioniert, das haben wir getestet. Und du hast halt die Möglichkeit, USB und alles aufzuladen, weil bei einem E-Fahrzeug musst du dir immer im Hinterkopf behalten, selbst wenn du fährst und das Handy ladest, geht es von deiner Reichweite weg. Das ist nicht so, wenn du jetzt einen Diesel hast, der über die Lichtmaschine Strom produziert beim Fahren, sondern alles, was du einsteckst oder entnimmst, das ist tatsächlich Reichweite. Selbst das Handy. Und wenn du das Handy dann, wenn du unterwegs bist oder das Tablet lädst, geht natürlich deine Reichweite auch in den Keller. Schwuppsdiwupps, hast du mal ein paar Kilometer weniger. Und deswegen ist ein bisschen anderes Reisen mit dem Elektrofahrzeug. Haben wir jetzt halt diese Powerstation, mit der wir sehr, sehr, sehr zufrieden sind. Und da haben wir Handy, Laptop, alles eingesteckt und einstecken können. Und somit waren wir komplett safe, was der Energiebedarf betrifft. Und Solarpanel dabei, steckst du ein und dann bist du auch komplett autark. Der Vorteil bei dieser Campbox vom Pössl Center Metzingen ist, dass du diese Box aufbauen kannst, entweder wenn die Sitze drin sind, oder auch nicht. Also das heißt, du kannst sie drin lassen oder raus, du kannst immer diese Box aufbauen. Und was mir auch gut gefällt, dass sie hier vorne offen ist. Du hast hier unten so eine kleine Kante, das heißt, es kann während der Fahrt nichts vor. Und du kommst natürlich immer ran. Das heißt, wenn du jetzt das so hast wie wir, also wir hatten, wo wir jetzt gereist sind, die Sitze nicht drin. Die hatten wir draußen, weil wir sind da nur zu zweit gereist. Aber wenn du jetzt zu fünft oder im Alltag das alles nutzen möchtest, kannst du trotzdem deine Toilette hier rannehmen. Ich mache jetzt das mal vor. Und kannst du hier nutzen. Du musst dir natürlich vorstellen, dass alles zu ist, aber du kannst im Fahrzeug dann entsprechend im Notfall auch dein Geschäft verrichten. Dach ist ja offen, Durchzug, von dem her soll es da auch keine Probleme geben. Und dann kannst du die Toilette auch einfach wieder hier mit reinsetzen und das Gleiche kannst du auch mit der Powerstation machen. Und dann ist es in der Praxis auch echt gut umsetzbar. Auch der Liegekomfort unten war gut. Die Matratze ist ein bisschen dicker als die Matratze oben, aber klar, hier unten haben wir auch keinen Lattenrost. Und das Bett geht jetzt so weit vor, dass du trotzdem hier stehen kannst. Also das heißt, du kannst trotzdem auf und zu machen, du kannst nach oben, du kannst nach unten. Und theoretisch, ja, wäre es möglich, bis zu vier Personen hier drin zu schlafen, dann wird es schon kuschelig. Und auch vom Stauraum her wird es dann extrem eng, wenn du dann mehrere Tage natürlich weg willst. Aber klar, wenn jetzt beide sehr viel Platz zum Schlafen brauchen beispielsweise, weil sie sich oft drehen oder was auch immer, könnte dann einer oben schlafen, einer unten. Und wie gesagt, es gibt da unterschiedlichste Optionen. Das hier ist jetzt eine Campbox mit Sleep-Funktion für zwei Personen. Dann gibt es noch ein Einzelbett. Da gibt es auf dem Markt so viele Dinge. Und je nachdem, wie du reist oder was du auch als Sportequipment mitnimmst, mal ein Fahrrad oder was auch immer, gibt es da bestimmt eine gute Lösung auch für dich. Das Thema Heizung finde ich bei dem Auto ein bisschen schade, weil theoretisch brauchst du ja keinen laufenden Motor, der das Wasser warm macht, dass dann die Fahrzeugheizung funktioniert, weil du hast eine Heizung über die Batterie. Aber leider schaltet die irgendwann aus. Das heißt, du kannst klar die Zündung anlassen und das Fahrzeug nutzen, um die Heizung weiter laufen zu lassen. Aber das schaltet irgendwann aus und im Winter oder im Frühjahr oder Herbst wird es dann schnell kühl. Und wir haben halt eine Alternative. Also ich muss dazu sagen, das haben wir selber gekauft, vor längerer Zeit schon. Das ist nicht gesponsert und ich will dir einfach nur eine Alternative zeigen. Das ist jetzt der Ecomat 2000 und mit dem kannst du dann entsprechend, wenn du Außenstrom hast, einstecken und dann die Grundwärme erzeugen in verschiedenen Leistungsstufen oder auch mit der Powerstation und so haben wir es dann auch genutzt oder so nutzen wir es auch im Gartenhäuschen, kannst du das Ding regulieren und entsprechend dann eine Grundwärme erzeugen. Wie gesagt, soll nur eine Alternative sein, wenn du dich fragst, wie heize ich denn mein Innenraum oder mein Fahrzeug auf und soll keine Werbung sein. Die große Frage, die du dir bestimmt auch stellst, ist denn dieses Fahrzeug förderfähig? Ja, ist es. Also es gibt auch wieder diesen Herstelleranteil, in diesem Fall beträgt 2500 Euro, der ist ja leider schon im Kaufpreis eingerechnet. Also wenn du die Preise irgendwie siehst, ist dieser Part, die 2500 schon inkludiert. Und du kriegst dann natürlich entsprechend, wenn du das Fahrzeug 2022 kaufst bzw. ausgeliefert wird, kannst du noch bei der BAFA einen Antrag stellen. Stand jetzt ist es zumindest so, dass du eine Förderung nochmal on top mit 5000 Euro bekommst. Also die kriegst du dann zurück und somit hättest du dann theoretisch eine Gesamtersparnis von 7500 Euro. Gut, dann kommen wir zu einem Fazit.
Also wir haben ja selber auch einen Campervan und wir haben schon verschiedene andere Campervans getestet, auch den Venster als Verbrenner. Und an sich, so vom Camping selber, unterscheiden sie sich nicht groß. Das heißt, du hast jetzt nicht weniger Platz innen, du hast nicht weniger Zuladung, also eklatant weniger Zuladung. Und da ist es relativ gleich. Also ja, das passt. Wo du natürlich komplett unterschiedliche Welten hast, ist einmal im Reiseverhalten. Man muss dazu sagen, E-Mobilität im Reiseverhalten, speziell beim Camping, ist komplett anders. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit, einen längeren Roadtrip beispielsweise zu machen, wo du sagst, okay, heute fahre ich 400 Kilometer, dann tanke ich kurz auf und was auch immer. Sondern das ist ein ganz anderes Reiseverhalten. Also wir haben auch größtenteils tatsächlich das Fahrzeug auf dem Stell- bzw. auf dem Campingplatz laden können. Das geht aber nicht überall. Also meistens hast du eine Absicherung 6 Ampere oder 10 Ampere oder 16 Ampere, aber es sind viele dran. Und wenn du dann natürlich einsteckst und du nimmst 1,8 kW über das Ladegerät, um diese Batterie hier zu laden, dann ist das alles schon am Limit. Und deswegen, ja, es gibt Boxen, die Ströme und Leistungen begrenzen. Da habe ich jetzt mal nachgefragt bei Citroën, ob das mit diesem Ladegerät funktioniert. Habe ich jetzt leider Stand jetzt, wo wir das Video aufnehmen, noch keine Rückinfo bekommen. Wenn ich da was habe, kommt es natürlich in die Videobeschreibung und auch in den Blogartikel rein. Aber so an sich, das Reiseverhalten ist komplett anders. Es ist nicht für jeden geeignet. Ich würde sagen, wenn jemand schon mit E-Mobilität Erfahrung hat, der wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Und man muss auch natürlich immer dazu sagen, das ist ein Alltagsfahrzeug, mit dem man auch campen kann. Und kein Camper, den man auch im Alltag nutzen kann. Das muss man ganz klar differenzieren. Aber von Wochenendausflug oder wenn du in der Stadt wohnst oder speziell, wenn du eine PV-Anlage auf dem Dach hast und deinen Strom sowieso selber produzierst, ist es auf jeden Fall eine super Alternative als Erstfahrzeug oder auch als Zweitfahrzeug, mit dem du campen kannst. Und da kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man es jetzt mal von den Betriebskosten vergleicht, also Diesel zu Elektro, muss man dann immer natürlich schauen, was ist deine persönliche Ausgangslage. Produzierst du Strom selber über eine PV-Anlage, ist natürlich so ein Elektroauto, wenn du den Strom selber nutzt, unterm Strich günstiger als ein Verbrenner. Weil im Moment kostet Diesel 2 Euro mit Tankrabatt, der kommt wieder weg. Und mittelfristig wird er wahrscheinlich auf jeden Fall über 2 Euro bleiben. Strom selber wird auch teurer. Deswegen, wenn du selber produzierst deinen Strom, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn du es jetzt durchrechnest, also wir haben jetzt mal so eine grobe Durchrechnung auch gemacht. Wir produzieren den Strom nicht selber, das heißt, wir müssten zu Hause ganz normal Strom bezahlen und auch unterwegs an den Schnellladesäulen, dann ist es ungefähr im Moment pari. Weil bei uns, ENBW hier im Süden, wenn du einen Tarif nimmst, wo du keine Grundgebühr bezahlst, damit es auch vergleichbar ist, zahlst du zwischen 45 und 55 Cent pro Kilowattstunde. Wenn du natürlich mehr Ladertarife nimmst, dann wird es günstiger und dann wird es auch auf jeden Fall günstiger als der Diesel. Aber wenn man es jetzt mal so vergleicht, ist es ungefähr pari. Der Grundpreis ist natürlich teurer und so wirst du wahrscheinlich, je nachdem natürlich wie deine persönliche Ausgangslage ist, mehr bezahlen für diese Technologie oder auch weniger bzw. gleich viel. Aber das hängt stark von deiner Ausgangslage ab. Ja, was wir uns auch gefragt haben oder was wir auch so ein bisschen rausgekriegt haben, wenn du jetzt beispielsweise, dazu haben wir schon viel erfahren, wenn wir viel gereist sind, in andere Länder gehst, Südeuropa oder auch mal in die osteuropäischen Länder, würde ich persönlich nicht mit diesem Fahrzeug machen, weil dort einfach die Infrastruktur von den Ladesäulen oder die Ladeinfrastruktur selbst noch nicht so ausgebaut ist, wie beispielsweise mittlerweile, Gott sei Dank, in Deutschland, da ist es ganz gut. Oder wenn du in die nördlichen Länder gehst, wie beispielsweise Norwegen, die sind da ja mit Vorreiter und da wirst du mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall keinerlei Probleme haben. Aber wenn ich mir vorstelle, du möchtest jetzt mit diesem Fahrzeug überwintern in Marokko, also würde ich jetzt kein E-Fahrzeug nehmen, weil wir waren selber dort lange Zeit unterwegs und wir haben jetzt damals, und das ist 2,5, 3 Jahre jetzt mittlerweile her, eigentlich fast keine Ladesäulen gesehen. Und speziell, wenn du dann außerhalb den Städten bist, ja, kann es schon mal sein, dass du dann stehen bleibst und das ist beim E-Auto natürlich blöd. Und jetzt fragst du dich auch bestimmt, Basti, würdest du dieses Fahrzeug kaufen? Und ich muss dir sagen, ich persönlich, weil wir nicht Strom produzieren und alles und weil wir nicht die Möglichkeit haben, zu Hause schnell zu laden und sowas, passt ein E-Auto nicht. Also wir fahren persönlich auch kein E-Auto oder kein Hybrid aus diesen Gründen. Aber natürlich, klar, wenn du jetzt eine Einzelgarage hast oder was auch immer, du Wallbox, den Strom selber produzierst und sowas, dann macht es schon auch Sinn. Ja,
Man muss es akzeptieren, also die E-Mobilität selber, wir alle wissen ja, es gibt eine Deadline, die ist bald 2035, wo dann keine Verbrenner mehr, also so Stand jetzt, mehr zugelassen werden. Ich hoffe ja selber persönlich drauf, dass es bei den synthetischen Kraftstoffen auf jeden Fall nochmal einen Schub gibt, dass es da vielleicht sogar Ausnahmeregelungen gibt, weil Stand jetzt einfach die Elektromobilität, die Akkutechnik für gewisse Themen einfach noch nicht weit genug ist. Und für mich persönlich gehört es beim Camping teilweise auch mit dazu. Also wenn du das als reines Campingfahrzeug sehen würdest, ich würde mir beispielsweise nie einen Ducato, einen E-Ducato kaufen, den als Camper ausbauen. Würde ich nie machen, weil das Fahrzeug ja fürs Camping forciert ist. Aber hier, wie gesagt, Fokus Alltagsfahrzeug mit der Option campen zu gehen. Und wenn du dich jetzt nicht in Südeuropa bewegst, Osteuropa oder wo die Infrastruktur schlecht ist, ist es auf jeden Fall eine super Wahl. Und klar, je nach Ausgangssituation kannst du sogar mit dem Fahrzeug Kosten sparen. Ja, und jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren, allgemein zu dem Fahrzeug, zu der E-Mobilität und speziell auch die E-Mobilität beim Campen, weil das ist sehr kontrovers diskutiert und gefühlt gibt es zwei Lager. Entweder man liebt es oder man hasst es komplett. Also so einen Mittelweg gibt es eigentlich nicht. Wir kennen jemanden, der das Fahrzeug auch hat. Der hat es jetzt seit, glaube ich, 4 oder 5 Wochen. Stand jetzt, wo wir das Video aufnehmen, und er ist begeistert. Also er sagt, das ist super für ihn und für seine Anforderungen passt es super. Passt natürlich nicht für jeden. Deswegen würde es mich echt mal interessieren, was hältst du von der E-Mobilität, speziell beim Campen? Denkst du, Wasserstoff setzt sich durch, synthetische Kraftstoffe oder dass eine neue Akkutechnik eventuell die nächsten 5 bis 10 Jahre serienreif ist, wo man einfach sagt, okay, man hat jetzt beispielsweise die 10-fache Energiedichte, wie jetzt, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Das finde ich immer ganz interessant, was du darüber denkst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal. Und wie gesagt, bald ist der Caravan-Salon und wir werden natürlich wieder viele tolle neue Sachen testen und auch neue Fahrzeuge. Sei gespannt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, entweder mit deinem E-Fahrzeug, E-Camper oder auch mit deinem konventionellen Fahrzeug. Hauptsache raus in die Natur, das Leben genießen. Dein Basti. Ciao.